Hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Review von Blu-ray-Rezensionen.net hier auf dem YouTube-Blog. Wer meine Vorstellung gesehen hat, der weiß, woher ich komme. Wer es noch nicht getan hat, der kann es gerne nachholen. Befindet sich hier in meinem Kanal. Und wir legen einfach mal los mit dem ersten Review. Wie in der Vorstellung angekündigt, handelt es sich dabei um einen Film, der am 20. April erscheint. Wird vertrieben von Universum Film. Und hört auf den Namen Bushwick. Das hier ist übrigens eine relativ typische Form, wie man als Filmrezensent mit Pressemustern versorgt wird. Das heißt, nur wenige Verleihe oder Anbieter schicken mir Original-Discs zu. Oftmals sind es solche Pressemuster, die in dem Falle schon immerhin die Original-Disc enthalten. Manchmal sind es aber auch einfach neutrale Silberscheiben, auf denen eventuell gerade mal der Filmtitel draufsteht. Hiermit wird dann gearbeitet, hiermit arbeite ich. Das ist im Prinzip die Originalversion, unkomprimiert. Und wir legen einfach mal los. In Bushwick spielt Dave Bautista die Hauptrolle. Bautista, den viele wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren vor allem als Nebendarsteller in den Guardians of the Galaxy Filmen kennengelernt haben. Ex-Wrestler, vormals Ringer, der meiner Meinung nach sich neben Dwayne The Rock Johnson so ein bisschen zu einem ernstzunehmenden oder auch wirklich einfach sympathischen Ex-Wrestler im Film entwickelt, weil er im Prinzip das Gleiche schafft wie The Rock. Er nimmt sich nicht immer zu ernst. Er schafft es also auch mal selbstironisch zu agieren und seine Figuren nicht immer allzu bierernst zu nehmen und kommt so ein bisschen aus dieser B-Movie-Haut-drauf-Action-Geschichte raus aus der Ecke. Neben Dave Bautista spielt Brittany Snow, die man vielleicht aus den Pitch-Perfect-Filmen kennt, hier aber in einer vollkommen anderen Rolle. Wir haben in Bushwick bezeichnet übrigens oder betitelt nach einem Stadtviertel im Norden von Brooklyn in New York. Wir haben ein ganz ungewöhnliches Szenario, das man vielleicht, wer es kennt, ein bisschen aus Die Rote Flut damals mit Patrick Swayze und den Purge-Filmen zusammengesetzt hat. Ich verrate nicht allzu viel, denn eine der Überraschungen des Films ist letztendlich die Gruppe, die für Terror sorgt in diesem Film. Die Ausgangssituation ist einfach so, dass Brittany Snow in ihrer Rolle als Lucy mit ihrem Freund eigentlich aus der U-Bahn kommt und sie treten im Prinzip aus dem U-Bahn-Schacht heraus und befinden sich mitten in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die sich offensichtlich innerhalb von kürzester Zeit entwickelt haben und von denen keiner weiß, warum, wieso, weshalb. Sie schlägt sich dann durch, muss dabei schon sich des einen oder anderen Angriffs erwehren, kann sich aber retten, kann sich ins Haus eines Fremden retten, wird dort attackiert, allerdings von Bandenmitgliedern einer afroamerikanischen Gang und gerettet von Dave Bautista. Seine Filmrolle nennt sich Stoop und der Kollege hat mal fürs Militär gearbeitet in irgendeiner Form und weiß auch direkt schlauen Rat. Er weiß, dass sich das Ganze viel zu strategisch verhält, um ein terroristischer Angriff zu sein. Geht davon aus, dass da irgendwas ganz anderes dahinter steckt. Fortan müssen die beiden sich im Prinzip durchschlagen. Lucy möchte zu ihrer Familie und Stupi möchte zu seiner Ehefrau, die in Hoboken, die er dort wähnt. Die Straßen sind aber voll von Söldnern und marodierenden Banden, plündernden Banden. Das heißt, jeder Schritt auf die Straße ist gefährlich und endet im Prinzip in irgendwelchen Keilereien, Schlägereien und in lebensbedrohlichen Situationen. Was den Film so spannend und so außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass das Regieduo, das dafür verantwortlich ist, das sind Carrie Mannion und Jonathan Millet. Die beiden haben vor einigen Jahren den in Fankreisen kultisch verehrten Cooties gemacht. Die haben den Film
mehr oder weniger durchweg in Plansequenzen gestaltet. Das heißt, schon die Eröffnungsszene läuft ohne Schnitt circa oder gute 10 Minuten und die Kamera ist im Prinzip ständig bei den Protagonisten. Sie ist mal auf Kniehöhe, dann ist sie auf Schulterhöhe, dann schaut sie die Protagonisten mal an, dann wirft sie sich mit ihnen auf die Straße oder in den Schmutz, um genauso Deckung zu suchen wie unsere Helden im Film. Und das Ganze wirkt kontinuierlich wie an einem Stück gefilmt. Wer sich die Szenen anguckt, fühlt sich erinnert an Alfonso Cuarons Children of Men, damals vom genialen Kameramann Lubezki gefilmt. Diese Plansequenzszene, in der damals im Prinzip auch eine ähnliche Situation, Straßenkämpfe geschildert werden, wo es in ein Haus geht, aus dem Haus raus, auf die Straße, überall sind Kämpfe, die Kamera wechselt die Straßenseite, folgt dem Protagonisten. Das zieht Bushwick eigentlich von vorne bis hinten konsequent durch, praktisch 95 Minuten lang in solchen Plansequenzen, natürlich nicht vollständig am Stück gefilmt, aber man bekommt tatsächlich den Eindruck. Das ist das Spannende an dem Film, dass eigentlich jedes Mal, wenn die beiden oder auch dann später mal zu dritt, zu viert auf die Straße treten, hat man das Gefühl, die Kämpfe sind einfach weitergegangen. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Regisseure es geschafft haben, dieses ganze Viertel abzusperren für 90 Minuten und den Film am Stück zu inszenieren. Das gibt vermittelt eine Art Direktheit und Unvermitteltheit, die man relativ selten erlebt in dem Film, auch wenn sich das Prinzip irgendwann ein klein wenig abnutzt. Irgendwann hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt ist gut, jetzt wissen wir, dass ihr lange Szenen drehen wolltet und am Stück drehen wolltet. Das wirkt dann vor allen Dingen immer ein bisschen gedehnt und gestreckt, wenn der Film sich Zeit nimmt, um mal einen Nebenplot zu erzählen, beispielsweise mit Lucys Schwester. Da kommt es dann einfach mal ein bisschen zäh rüber. Aber insgesamt muss man sagen, die Charaktere überzeugen, die sind toll gespielt, gerade Brittany Snow, die man in sonst viel seichteren Rollen kennengelernt hat, überzeugt in ihrer Rolle und kann die ganze Bandbreite an Emotionen direkt schon zu Beginn loswerden. Man folgt ihrem Charakter, man ist geneigt, ihr auch abzunehmen, welche Entwicklung sie durchmacht, von der ängstlichen, anfänglichen Lucy bis später zur sich verteidigenden Kämpferin Lucy. Was ganz interessant ist übrigens, Dave Bautista hat für den Film relativ absichtlich das Drehbuch ein bisschen verändert und hat gesagt, er will nicht der große Fighter sein. Er möchte nicht derjenige sein, der wie ein Bär durch diesen Film rennt und alles umwalzt. Ganz im Gegenteil, er wollte sich von einer verletzlicheren Seite zeigen. Er wollte zeigen, dass er verwundbar ist und eben nicht mit einem Handschlag drei Gegner ausschaltet. Konsequenterweise hat er im Prinzip nur ein bis anderthalb Kampfszenen, in denen er dann zwar als Sieger hervorgeht, aber durchaus auch einstecken muss. Und das gibt dem Film nochmal einen gewissen Realismus und sorgt dafür, dass man nicht so dieses Gefühl hat, ach, der kommt da ja eh durch. Das ist eigentlich nochmal ein ganz, ganz nettes Nebending. Erfährt man auch im Bonusmaterial, wo er davon erzählt, dass er den Film so als Herausforderung für sich gesehen hat. Gerade auch wegen der Plansequenzen. Der Film ist nicht groß budgetiert gewesen, das heißt, die finanziellen Mittel waren relativ gering. Und wenn man mal 10 Minuten Plansequenz nach der 9. Minute versemmelt, weil einem der Text nicht mehr einfällt oder weil man sich an der falschen Stelle befindet, dann ist das ziemlich teuer, diese 9 Minuten von vorne wieder neu zu drehen. Ne? Deswegen Dave Bautista ganz absichtlich diese Rolle gewählt, um sich selbst ein bisschen zu fordern. Das Schöne am Film, oder nicht das Schöne, sondern das Spannende, ist aber tatsächlich dieser Straßenkampf und die Verbindung zur Realität. Denn was der Film tatsächlich darstellt, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, ist eine Reflexion dessen, was aktuell in den USA los ist. Der Graben, der durch die Gesellschaft geht, nicht zuletzt auch angefeuert durch den aktuellen Präsidenten, wird zwar auf überspitzte, aber vielleicht nicht ganz unrealistische Art und Weise dargestellt. Und die Motive, die hinter diesen söldnerischen Übergriffen stecken, sind nicht so weit hergeholt. Es ist natürlich überspitzt, es ist überdramatisiert,
und aktuell sicherlich so nicht vorstellbar, aber dennoch, der Film reflektiert, was zurzeit in Amerika los ist. Er reflektiert, dass Rassismus wieder aufkeimt. Er reflektiert, dass friedlich demonstrierende gegen Waffen oder für schärfere Waffengesetze demonstrierende Jugendliche auf den Straßen eher von den Verantwortlichen eher belächelt werden, anstatt dessen, dass man sie ernst nimmt. Und er reflektiert die gesamte gesellschaftspolitische Situation in Amerika ziemlich treffsicher und, wenn man so möchte, auch ziemlich bitter. Konsequent noch zusätzlich. So viel zum Film. Ich kann ihn empfehlen. Ich kann sagen, dass ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt habe, dass er in einem fulminanten, auch wiederum mehrminütig am Stück gedrehten Showdown endet. Trotz der Längen, die er zwischendurch hat, die sicherlich auch aufgrund von einigen Drehbuchschwächen, ein paar Storylücken, ein paar Logiklücken sind durchaus drin, entstanden sind. Habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt, fand das Prinzip der Plansequenzen ziemlich gut umgesetzt, sehr guter Kameramann dabei und deswegen Filmtipp von mir, definitiv. Kommen wir ein bisschen zur Technik. Das ganze Szenario ist düster, es ist dreckig, dystopisch, wenn man so will, ohne dass es jetzt eine Science-Fiction-Geschichte ist. Und das hat man letztendlich technisch auch entsprechend analog begleitet. Das heißt, der Film ist körnig, der Film hat keinen sehr, sehr großen Kontrastumfang, ganz im Gegenteil. Gerade die anfänglichen Szenen in der U-Bahn, da wird schwarz eher braun, helle Bereiche wirken gräulich. Das ist alles nicht technisch nicht sonderlich schön. Aber es passt halt zur Thematik des Films, es passt zur Atmosphäre des Films. Die Schärfe lässt nach, relativ deutlich sogar, wenn die Szenen und die Umgebung dunkler ist. Dann habe ich einfach dadurch, dass das Korn auch noch mal stärker wird, noch mal zunimmt, zum Teil absaufende Schwarzbereiche in Gesichtern auf Schattenbereichen. Alles technisch wirklich nicht sonderlich schön, Braunfilterung kommt dazu. Das ist atmosphärisch. Aber nicht so, dass man sagt, hier haben wir es mit einer Referenz-Blu-ray zu tun. Hier sind, ich sag mal, die digitalen Quellen ausgeschöpft. Wir haben keine Überschärfung, das ist schon mal ein guter Punkt. Wir haben auch keine Randunschärfen. Aktuell großes Ärgernis, zum Teil auch in großen Hollywood-Filmen. Das ist alles nicht der Fall. Aber man muss damit rechnen, dass man ein wirklich dreckiges Bild präsentiert bekommt. Nichts Cleanes, kein Animationslook. Beim Ton sieht es ein bisschen anders aus. Der Ton unterstützt eigentlich sehr schön die Action-Szenen. Das heißt, direkt zu Beginn, wenn Lucy und ihr Freund im Prinzip aus der U-Bahn rauskommen, hört man die Hubschrauber im oberen Bereich fliegen, die Helikopter, man hört das Flappen der Rotoren. Das ist alles ziemlich effektvoll gemacht, ziemlich direktional umgesetzt, auch auf die Rear-Speaker, sodass man ein relativ immersives Gefühl hat, wenn man auf seiner Sitzposition ist. Ohne dass jetzt irgendwie eine Dolby Atmos-Spur vorhanden ist mit 3D-Sounds, fühlt man sich ziemlich gut ins ganze Geschehen eingezogen, eingebettet und hat so ein bisschen das Gefühl, wirklich drin zu sein in diesem Bürgerkriegsszenario. Also die Mischung aus unmittelbarer Kameraarbeit, Plansequenz und effektvollem Sound führt wirklich dazu, dass man sich sehr in die Szenerie reinfühlen kann. Dazu kommt, dass wenn Schüsse fallen, sei es von den Söldnern oder halt auch von den marodierenden Gangs, die Schüsse sehr realistisch umgesetzt wurden. Nicht, wie man es kennt von großen Hollywood-Filmen mit viel zu viel Bass, viel zu viel Dynamik, mit unrealistischem Sound im Prinzip, sondern eher so, wie man sich das vorstellen würde, wenn es tatsächlich in den Straßen knallt. Führt noch zu einem weiteren Realismusaspekt des Films. Das ist alles toll umgesetzt. Wenn dann Explosionen stattfinden, wenn Autos in Brand aufgehen, dann kommt auch ein bisschen Druck dazu, darf der Subwoofer ein bisschen Arbeit leisten und das passt eigentlich alles ganz gut. Es ist jetzt kein Film, mit dem ich hier die große Dynamikwelle reißen kann, mit dem ich den Nachbarn bis aufs Äußerste reizen kann, aber es ist ein Film, der sehr, sehr gut den Sound zum Geschehen liefert. Und dabei sowohl auf der englischen Spur als auch in der deutschen Version sehr, sehr gut verständliche Dialoge bietet. Ich habe also kein Problem,
der Story zu folgen und kann gleichzeitig aber einen ziemlich coolen Surround-Sound genießen. Das so ein bisschen zur Technik. Im Bonusmaterial gibt es so ein kleines Hintergrund-Featurette, das anfängt mit ziemlich übersteuertem Sound bei den beiden Regisseuren, beim Interview mit den beiden, sich dann aber ein bisschen fängt und so ein paar Einblicke gibt. Wie gesagt, Dave Bautista sagt ein bisschen was dazu, warum er bei dem Film mitgemacht hat. Und man bekommt so ein ganz kleines bisschen Einblick darin, wie aufwendig es war, diese Aufnahmen zu machen. Ist nicht erschöpfend, aber ganz nett. Zusätzlich gibt es noch ein Interview mit Brittany Snow. Ist allerdings relativ kurz, relativ oberflächlich und Teile daraus findet man auch vorher schon in dem Featurette. Bonusmaterial, von daher relativ überschaubar. Insgesamt dennoch für mich ziemlicher Tipp, gerade für Freunde von den beiden Hauptdarstellern, aber auch für Actionfans an sich. Das sieht man über die beiden oder die kleinen Mankos hinweg. Wie gesagt, Storylücke hier und da, bisschen zäh im Mittelteil mal, kann man sich sehr gut unterhalten. Hier läuft übrigens die ganze Zeit auf meinem zur Neige gehenden Akku vom Laptop. Der Trailer zum Film, den werde ich euch nochmal verlinken unten im Infokasten. Ich würde mich freuen über einen Like für den Beitrag. Ich würde mich freuen über ein Abo meines Kanals. Wir sehen uns sicherlich in den nächsten Tagen schon wieder mit dem nächsten Review. Und bis dahin, habt viel Spaß beim Filme gucken. Und ich bleibe bis denn, Timo. Ciao.